Was ist für Sie Gier? Wenn ich dieses Wort höre, ist es erstmal negativ konnotiert. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt so ganz neutral versucht zu betrachten, dann ist es ja eigentlich eher so der Wille, etwas zu erreichen. Und daraus bezieht man natürlich sozusagen auch ein Stück weit diese Kraft. Und Gier kann da natürlich schon auch ein Stück weit so ein Antriebsmotor sein. Aber ich finde, dass es schon immer so eine Gratwanderung ist. Also wenn man von Gier spricht, finde ich, ist es immer noch mal so ein Stückchen mehr, als wenn man von Motivation spricht oder so. Ist es im Musikbusiness überhaupt möglich, Karriere zu machen, ohne die Gier auf der Bühne zu stehen oder die Gier nach Erfolg? Man muss vielleicht erstmal ein bisschen differenzieren zwischen denjenigen Musikern und Musikerinnen, die sich als Künstlerinnen und Künstler verstehen, und diejenigen, die eher sich so als Handwerker oder Handwerkerin verstehen. Ich glaube, Zweiteres hat tatsächlich so ein Stück weit auch etwas damit zu tun, etwas auszuüben, an dem man unglaublich viel Spaß hat. Und man muss da jetzt auch irgendwie nicht nach den Sternen greifen. Wenn man jetzt von den Künstlerinnen und Künstlern versteht, also diejenigen, die sozusagen auch ein Stück weit das Bewusstsein in sich tragen, etwas sagen zu wollen, etwas ausdrücken zu wollen, etwas schöpfen und schaffen zu wollen, da ist natürlich, glaube ich, schon die Gier, dass man gehört wird, ausschlaggebend dafür, wie stark man sich reinhängt. Wobei ich glaube, dass das schon ein fließender Übergang ist. Ich glaube nicht, dass das Ganze sozusagen da ist, bevor es überhaupt die Liebe zur Musik gibt. Mit den Emotionen unserer Ausstellungstrilogie ausgedrückt. Bei den Musikerinnen und Musikern steht immer die Liebe vor der Gier. Ja, ich glaube schon. Also ich kenne persönlich keinen Künstler und keine Künstlerin, die das macht, um Geld zu verdienen, um viel Geld zu verdienen oder um unglaublich viel Aufmerksamkeit zu bekommen und es dann aufhört, wenn sie es das nicht bekommen. Wenn man auf einem Straßenfest irgendwie ein tolles Instrumentensolo spielt und eben 20, 30, 40 Leute eben applaudieren, auch das kann eigentlich ausreichen an Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob man da dann schon von Gier sprechen kann oder ob jemand dann aufhört, wenn beim nächsten Gig jetzt nicht irgendwie 100 Leute dastehen und applaudieren. Ich glaube, das ist einfach auch ein Stück weit so ein bisschen der Situation geschuldet. Bei wem endete die Gier nach Erfolg tragisch? Also, wenn ich persönlich danach gefragt wird, was ich am erschreckendsten empfunden habe, jetzt retrospektiv in dem Zusammenhang, dann ist es wahrscheinlich einfach die ungesunden Lebensverläufe solcher Megastars wie Michael Jackson oder auch Whitney Houston und in Ansätzen vielleicht auch Britney Spears, die ja immer wieder auch ein Stück weit sozusagen in die Öffentlichkeit katapultiert wird. Und wo ich mir persönlich dann sage, warum haben diese Menschen nicht an einem bestimmten Punkt einfach gesagt, dass, oder auch Menschen um sich herum, die ihnen sagen, hey, lass das jetzt mal bleiben. Das wird dich persönlich nicht weiterbringen. Du bist sehr reich. Du musst das alles nicht mehr tun. Warum quälst du dich so? Und was veranlasst dich dazu, eben das immer noch zu tun, obwohl doch eigentlich klar ist, dass es dir nicht gut tut, was du tust? Und wenn man sich aber dann die Karrieren genau anschaut, dann merkt man sehr schnell, dass die gar nicht anders konnten oder können, weil sie eben sehr frühzeitig eben genau mit diesem Lebensstil, mit dem Lebensverlauf auch konfrontiert waren und vielleicht auch nichts anderes kennen als genau diesen Mechanismus. Deswegen muss man sagen, ist es wahrscheinlich weniger Gier als vielmehr einfach Konditionierung, es so zu tun und nicht klarkommen zu können damit. Welcher Antrieb ist die Geldgier im Musikbusiness? Also man kann das nicht wegdefinieren und romantisieren. Wir leben in einer Gesellschaft, die eben ja geprägt ist durch den modernen Kapitalismus. Und insofern ist es natürlich schon für diejenigen, die da sozusagen sich als Multiplikatoren verstehen und Musik sozusagen für die breite Öffentlichkeit auch zur Verfügung stellen, schon der Hauptantrieb, eben damit Geld zu verdienen. Auch das muss man dann so ein bisschen differenzieren. Also ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen zu sagen, es gibt das Musikbusiness. Und dann findet man wirklich alles. Man findet sehr, sehr gierige Menschen, auch sehr
zuweilen moralisch nicht sattelfeste Menschen, drücken wir es mal so aus, die auch nicht die Grenzen kennen und dann auch Grenzen überschreiten und das eben sehr, sehr häufig auch dazu führt, dass Künstlerinnen und Künstler darunter extrem leiden und in Rollen gedrückt werden und gepresst werden, die ihnen selber eben eher abträglich sind. Und andererseits kenne ich auch ganz, ganz viele, die ein gewisses Gespür auch entwickelt haben und sehr genau wissen, ich möchte das ja noch eine ganz lange Zeit mit genau diesen Personen machen und sich dann auch darauf einstellen. Gier von Musikwirtschaftsleuten ist auch nicht immer nur an Geld gekoppelt oder an monetären Erfolg gekoppelt. Viele kommen auch über die Liebe zur Musik, zur Musikwirtschaft. Wie planbar ist Erfolg? Ich glaube, das erste Mal, dass jemand wirklich sowas wie ein völliges Erstaunen bei Leuten ausgelöst hat, wie viel man Menschen erreichen kann und Massen bewegen kann, war, glaube ich, Elvis Presley, der dann wirklich aus der Provinz in Tennessee kam, durch Zufall in einem Tonstudio entdeckt wurde und auf einmal eine Lawine an Erfolgen ausgelöst hat. Interessanterweise aber auch erst dann zeitversetzt etwas später. Und da ist man sich dessen, glaube ich, bewusst geworden, dass man daraus eine Massenindustrie machen kann, dass man da eben sagen kann, da geht es nicht darum, irgendwie einzelne Leute anzusprechen, sondern ich kann wirklich Massen erreichen, Massen bewegen. Und ganz lange hat man so mal so die Strategie gefahren, wir suchen uns Leute, die ein gewisses Gespür haben für Musik und für auch eine gewisse Empathie haben, wie ein Musikhörer auf Musik oder Künstler und Künstlerinnen reagieren kann und setzen die ein, um solche Menschen zu entdecken und mit ihnen zusammen künstlerische Konzepte zu entwickeln und eben dann auch zu veröffentlichen. Das nennt man heutzutage A&R-Manager. Und das sind diejenigen, die eigentlich im Grunde genommen am nächsten an den Künstlern dran sitzen. Und natürlich ist mit der Zeit dann auch die Erkenntnis gereift, naja, vielleicht müssen wir so jemanden gar nicht entdecken. Vielleicht können wir so ein Projekt ja auch künstlerisch schaffen, formen und so ein Stück weit auch sozusagen anpassen an den Massengeschmack. Sind zukünftig vor allem Maschinen die Cash-Cows? Ja, auch ein sehr großes Thema, weil natürlich heute mit der Digitalisierung auch die künstliche Intelligenz, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz weitergeht und man natürlich auch viele Systeme mittlerweile hat, von denen man weiß, dass die gar nicht so schlecht Musik machen können ohne den Menschen dahinter. Aber da muss man unterscheiden. Also man muss nochmal unterscheiden zwischen dem eigentlichen künstlerischen Produkt, also dem künstlerischen Output und sogenannter Gebrauchsmusik. Also Musik, die eben in Werbung eingesetzt wird, bei Filmen eingesetzt wird. Ich glaube, bei sowas kann so eine Mechanisierung auf Datenbasis ganz gut funktionieren. Und da lässt sich hervorragend Geld verdienen. Und ich glaube, da wird man sich irgendwann mal wirklich den Künstlerinnen und Künstlern im Sinne von ein weiterer Teilnehmer am Verwertungssystem entledigen, furchtbares Wort jetzt in dem Zusammenhang, aber dass man einfach sagt, wir brauchen diese Zuarbeit nicht mehr. Was wir nie verlieren werden, sind die Menschen, die einfach gerne Musik machen und das zum Ausdruck bringen möchten und veröffentlichen möchten und an denen wir uns auch sozusagen erfreuen. Das ist etwas, was wahrscheinlich auch immer bleiben wird und unabhängig eben vom Geld passiert. Aber ich finde, dass wir uns gerade in Deutschland, also ein Land, das sich ja permanent irgendwie selber lobt für seine künstlerische Affinität, ein Land der Denker und Dichter, ich finde, wir gehen ganz schön schäbig um mit Künstlerinnen und Künstlern. Ja, wenn man sich mal die Statistiken anschaut, der Künstlersozialkasse und dann feststellt, das ist eigentlich kein Beruf, von dem du leben kannst. Definiert Geldgier den Grat zwischen Kunst und Kommerz? Mein erster Impuls war, naja, klar, was sich viel verkauft, ist gleichzeitig kommerziell. Ja, also das ist ja so ein einfacher Schluss, den man da dann zieht und dann sagt, ja, ist es dann Kunst oder ist es Kommerz? Oftmals ist das Kunstwerk an sich ja auch völlig unabhängig vom Schöpfer oder von der Schöpferin und überdauert den Schöpferin oder den Schöpfer.
Und wird zu einem ganz anderen Zeitpunkt vielleicht erfolgreich. Oder ein Kunstwerk ist so nachhaltig, dass er das volle ökonomische Potenzial erst sehr viel später entwickelt. Also man denke jetzt nur zum Beispiel an Graceland von Elvis Presley, das Anwesen. Also alles, was sozusagen aus dieser Kunst heraus dann entstanden ist, ja. Und wie dann sozusagen auch die Musik und die Künstlerpersönlichkeit dann Elvis Presley auch nochmal stilisiert wird und ökonomisiert wird. Und das macht ihn für mich aber nicht zum schlechteren Künstler. Also ich würde niemanden dazu also verurteilen, Künstlerin oder Künstler, wenn er Erfolg hat mit seiner Musik, auch kommerziellen Erfolg, und dann sagen, so ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr Kunst. Sind Sie persönlich auch ein wenig gierig? Ja klar. Klar bin ich. Bin ich gierig auch und wahrgierig und bin es vielleicht nicht mehr an manchen Stellen und so, aber ich hab ganz häufig Situationen gehabt, wo ich dann auch nachher gesagt habe, da hast du jetzt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, das ist jetzt ganz schön gierig. Also es ist ja vor allem so, wenn man irgendwann mal vielleicht in einen Job kommt und mehr Geld verdient, als man braucht. Ja, und dann fängt man an, sich zu überlegen, für was gebe ich denn das Geld jetzt aus? Dann kaufst du dir halt irgendwie dann doch mehr Schuhe, als du tragen kannst oder als du tatsächlich als Gebrauchsgegenstand auch benutzt. Wenn ich jetzt das Ganze vielleicht mal so in eine andere Richtung entwickeln will, dann glaube ich, bin ich gierig nach Projekten. Ich habe immer noch nicht genug gelernt, finde ich. Ich habe Lust auf Wissen. Ich lese gerne, ich höre gerne anderen Menschen auch zu, rede natürlich auch gerne, wie man vielleicht merkt. Aber ich teile auch gerne Wissen. Ja, das ist auch etwas, was ich gerne mache. Und ich glaube, das trifft es am besten. Ich glaube, ich bin gierig nach Wissen. Das trifft es wahrscheinlich am ehesten.